Wir befinden uns hier am Stand von ProLehm. Herr Frauweilner, Besitzer und Eigentümer dieser Firma, erzählt uns jetzt in kurzen Worten, welche Vorteile wir im Lehmputz haben gegenüber einem herkömmlichen Gips- oder Kalkputz. Bitte. Die überwiegenden Vorteile sind, wie schon gestern erwähnt, die Feuchtigkeitsregulierung, Schadstofffreiheit, das Raumgefühl, das Raumklima wird einfach enorm verbessert gegenüber anderen Baustoffen. Muss man sich schrecken vor Lehmputz? Ist es ein irrsinniger Aufwand oder hält es sich in Grenzen, dass man sagt, ein Kalkputz aufbringen ist nicht viel mehr Arbeit oder ist der Aufwand wesentlich größer? Manche Kunden schrecken sich schon, wenn wir kommen und wenn wir die Baustelle verlassen bei dem Grobputz, dann ist am Boden auch ein Lehm und nicht nur an der Wand. Das ist dem geschuldet, dass keine Chemie und nichts dabei ist. Das klebt nur mit dem Lehmgehalt an der Wand, aber das ist eine vorübergehende Erscheinung. Und wenn der Lehmputz fertig ist, dann sind alle hochbegeistert. Aus der Medizin wissen wir, dass Lehm auch als Heilerde angesprochen wird. Kann man das auch für seinen eigenen Innenraum so sehen, dass es auch gesundheitsförderlich ist? Im weitesten Sinne schon, das ist richtig. Und ich habe auch Kunden, die unseren Lehmputz, den wir an die Wand aufbringen, sogar holen für medizinische Zwecke, die sagen, mein Pferd lahmt oder meine Hand hat eine Entzündung. Jetzt muss man sich vorstellen, mit so einem Baustoff arbeiten wir und verkleiden Wände. Dann fragt man sich ja wirklich, warum nicht jeder zumindest seine Wohn- und Schlafräume mit Lehm verputzt. Ich danke für dieses Interview. Ja.